Ja, gut, ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Ist nicht verkehrt. Nein, können wir nicht mehr, weil jetzt haben wir schon den Livestream genauso perfekt drauf. Zwei Kameras. Gut, dann fangen wir an. Ich begrüße alle ganz herzlich in der Galerie Robert Weber. In meiner Raum-in-Raum-Installation. Und wenn, bevor Sie dann nach Hause gehen, ich knüpfe jetzt gleich schon an den Schluss an und Sie sind ganz, ganz, ganz künstlerisch und informativ und big datet, dann gehen Sie mal auf die gegenüberliegende Straßenseite drüber, weil mein Konzept ist, uns gehört die Stadt. Ja? Und da muss man meine Kunstwerke von der anderen Seite anschauen, weil wenn man hier drinnen ist und direkt davor steht, auf so einem ganzen, vor so einem ganzen großen Format, dann kommt es nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Einfach rübergehen auf die andere Straßenseite, nochmal zurückschauen. Jetzt habe ich mal einen kleinen Spickzettel gemacht, weil ich bin eine Labertasche. Da muss ich mal schauen, wenn mir dann die Luft ausgeht, schnell auf meinen Zettel, der nächste Punkt. Erstmal vielen, vielen Dank. Der Ron von der Piratenpartei hat uns einen Livestream eingerichtet vom Feinsten. Ich hoffe, meine ganzen Amis von New York bis Miami über New Orleans sitzen jetzt alle vor der Glotze, vor dem PC und schauen sich das an. Und was wir jetzt produzieren, ist ein wahnsinniger Berg von Daten. Vielen Dank, Ron. Applaus! Also mein Name ist Adler AF, ich bin da immer gleich, dass ich mir das Erste vorstelle, weil sonst gehe ich ja unter. Und ich arbeite mit Kunst aus Müll und mit ganz, ganz großen Formaten. Und vielleicht kann der Robert Weber, mein Galerist, noch kurz was zu meiner Vita sagen. Bitte, Robert. Also ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen im Namen der Galerie Robert Weber. Und darf ganz herzlich begrüßen Adler F., eine wirklich international bekannte und anerkannte Künstlerin. Ihre Kunst nennt sich Trash Art. Unter anderem hat sie Ateliers in Miami und New York. Und in Berlin ist auch eins, unter anderem auch ein Trash Art Museum. Sie war Teil mit einer Performance, die nach unserer Diskussion stattfinden wird. Die Trash Queen Performance der Biennale 2011 und der Documenta 13, die war 2012. Herzlich willkommen, Adler F. Der Galerist Robert Weber traut sich. Er hat eine Galerie eröffnet, die wirklich unkonventionell ist und sich auch mit Künstlern beschäftigt, die in erster Linie nicht nur die Kunst um der Kunst willen machen, sondern auch rausgehen und gesellschaftskritisch arbeiten, politisch und immer auch die hässliche Schiene. Es muss nicht alles immer schönmalerisch sein beim Robert Weber. Galeristen sind Idealisten. Applaus! Jetzt gibt es ein dataistisches Poem von dem dataistischen Künstlerkollegen Marc Aurel. Marc Aurel hat heute eine ganz besonders schöne Mütze aufgesetzt. Ich denke, das gehört dazu. Und er ist unser Nachwuchs, unsere Avantgarde in München. Er studierte bei Professor Markus Öhlen und wird sage und schreibe als Assistent bei ihm auch regelmäßiges Gehalt einfahren. Ganz toll. Und er hat den Senator Bernhard Borst-Preis verliehen bekommen. Applaus für Marc Aurel. Hallo Marc, kommst du bitte vor? Ah, alles klar. Also der Marc ist auch ein Künstler meiner Galerie. Der Marc beschäftigt sich in seiner Kunst und in der Auseinandersetzung seiner Kunst auch mit der Digitalisierung. Ja. Und er stellt da ganz eindeutig eine These auf,
in der Frage, ob wir uns jetzt am Anfang, in der Mitte oder am Ende dieses digitalen Zeitalters befinden oder in der Wende zum digitalen Zeitalter. Und er stellt die These auf, dass wir uns da ganz, ganz am Anfang befinden. Und daher auch dieses dataistische Gedicht, das ich gleich mal verteilen werde und du das danach vorlesen wirst, ja? Genau, bitte genau mitlesen, weil ich werde abfragen danach. Das ist sehr wichtig. Ja, was soll ich sagen? Wir hatten die Evolution vom Affen zum Menschen. Jetzt haben wir vom Stock zum Programm. Ist ja parallel. Dann, im Übrigen nicht die Mütze ist das Entscheidende, sondern der coole Gürtel, den ich trage. Oder auch der Pulli ist super. Ah, die Farbe ist trotzdem genial. So. Natürlich kann ich den Text nicht auswendig, also muss ich ihn auch ablesen. Ich habe das ja für euch gescreenshottet, wie man das heutzutage macht. Ich surfte im Netz so für mich hin, um nichts zu suchen, das war mein Sinn. Da sah ich im Schatten ein Pop-up stehen. Da sagte, falscher Text, oder? Ja, ja, nein, nein, war ein kleiner Scherz. Zeichenkette um meinen Nacken. Basch, Algol, 60, Ban, Byte, Bit, Kibbit, Mbit, Gibbit, Tibbit, Bibbit, Ibbit, Zibbit, Ibbit, Kubbit. 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7, Bitkapolyps. Y2K38, Numeronym A, W3. Eliza, oh du Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe dir. Chatbot, Amestos, IBM Blue Jean, Z3, Z4, Zuse, Computo, Ergo Sim, Enyaq, Abacus, Opa Abacus Simpson an die deutschen Handypunks. Wow, Holland, ASCII, Locat, ScriptKitty at Sexting.frop. Dot Twinex Albanet Run Cyber War is coming. Direktive TS3600.1 Opnavist Nsk de Jepfitz Neve Dot Free Dot The Art of Unix Freaking Mr. Greyhead vs. a Crack Throw The Rizzler Real name Joy Bubbles, call MySpace back, pet 2001, diner 41, tennis 42, / Magnabox, Doppelpunkt, Gott sprach T9, dot CTS, Klammer auf, Programm, Klammer zu, dot C, Doppelpunkt, End. Dankeschön. Wir haben heute einen Ehrengast, voll im Wahlkampfstress und trotzdem sieht sie so gut aus. Frau Sabine Nallinger, Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen, bekannt in Stadt und Land, denke ich. Wenn jetzt, Frau Nallinger, wirklich alle Frauen wählen, dann haben sie es geschafft, oder? Seit 850 Jahren gibt es nur Männer Oberbürgermeister, Bürgermeister in München. Applaus, Frau Nallinger. Dann haben wir den Florian Deisenrieder, den Vorsitzenden von der Münchner Piratenpartei. Er studierte Medizin und schreibt jetzt ganz heftig an seiner Doktorarbeit. und hat sich auch bereit erklärt, hier mit uns zu diskutieren zu einem ganz besonders wichtigen Thema.
Robert Weber hat 10 Jahre bei Siemens gearbeitet und zwar, da legt er Wert drauf, dass man das sagt, beim Wittelsbacher Platz in der Konzernzentrale. Applaus den beiden, Florian und Robert. Gut, was ist Big Data? Wer mag es uns erklären? Wer mag da mal eine Begriffsbestimmung geben? Die Kunst ist es, die Datenmengen irgendwie zu bewältigen, oder? Florian? Achso, das Mikrofon oder ja, geht es auch so? Nein. Also ich finde das ja, also vielen Dank für die Einladung nochmal. Ich finde das sehr spannend, dass hier in der Galerie über das Thema Big Data gesprochen wird. Wir haben uns kurz vorher schon unterhalten, dass das aber, glaube ich, symptomatisch für die Debatte in Deutschland ist, weil Big Data ist ein Thema, das wird in den Feuilletons der Zeitungen besprochen, im Feuilletons, wo eben eigentlich Platz für die Künstler und, sag mal, Intellektuellen ist. Da wird es, vergeht inzwischen kaum ein Wochenende ohne einen Leitartikel. Es wird noch besprochen aus einer Ecke, die ich dann kenne, von irgendwelchen Technik-Nerds, die das dann technisch besprechen, aber wo es interessanterweise nicht angekommen ist und was ja vielleicht eine Frage ist, warum noch nicht so wirklich ist in der Politik. Und jetzt habe ich aber ganz vergessen, die Frage, was ist Big Data? Big Data ist ein Wort, das ist ja auf jeden Fall angekommen im Mainstream, die CeBIT Computermesse ist auch und das Thema war auch Big Data und die haben aber letztendlich gesagt, Big Data ist nur die Sammlung und Verarbeitung von großen Daten. Und ich glaube, was das für Auswirkungen aber hat auf diese Gesellschaft, ist vielleicht was, was wir heute in der Diskussion ein bisschen besprechen können. Möchte noch jemand ergänzen? Ja, also ich würde sagen, Big Data ist halt eine Riesenansammlung von im Moment. Ich würde einfach sagen, mal Datenmüll im Moment. Ja. Und man kann ja unterscheiden zwischen Big Data, also der Datenmenge an sich, und der Dinge, die daraus passieren können, nämlich die Datenanalyse und die Datenverarbeitung. Und ich glaube, das wird oft mit dem Thema Big Data in Verbindung gebracht. Was machen wir denn eigentlich daraus? Ja? Wohin geht denn die Reise? Und um vielleicht mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, wie Big Data-Anwendungen aussehen können, ist für mich immer der Kfz-Versicherungsvertrag, in dem man angeben kann, ja, ich habe eine Tiefgarage oder ich habe eine Garage und dafür wird mein Beitrag günstiger. Wenn wir jetzt die Tiefgaragenplätze und Carportplätze zusammenzählen in diesen Verträgen und die mit den tatsächlichen Abgleichen, die wir in Deutschland haben, dann haben wir da eine mehrfach größere Anzahl. Ja? Und das könnte eine Big Data-Anwendung sein. Versicherungskonzerne, große Versicherungskonzerne möchten das schon ausarbeiten, ne? Beziehungsweise auswerten, diese Daten. Ja, also ich bin jetzt keine Big Data-Spezialistin. Ich bin Politikerin, aber was mich so, Verkehrsplanerin, auch dicke Datenmengen, ja, die ganzen Verkehrszählungen, Umlegungen, Visum, Visem heißen die Programme, mit denen ich auch viele Jahre gearbeitet habe. Nein, aber was mich als Politikerin umtreibt, sind natürlich zum einen die Datenmenge, aber auch was in Zukunft alles möglich ist und damit gemacht wird. Und was mich gerade am stärksten umtreibt, ist, dass wir Daten generieren, dass wir Programme generieren, die zum Teil schon ausgelegt sind, sich selbst zu erhalten und zu schützen. Und mich treibt es gerade total um, weil ich mir irgendwie so vorstelle, die machen sich total selbstständig und schützen sich vielleicht sogar irgendwann mal vor uns Menschen oder so, ja. Also das ist was mich echt umtreibt und wo ich mir echt denke, so, wenn ich da vielleicht mal ein bisschen beruhigendere Antworten kriegen würde, weil die Zukunft, die ich mir so ausmale, die könnte ganz grauenhaft sein, dass es nämlich scheißegal ist, wen man wählt und wer Politik macht, weil die Politik mal von ganz anderen gemacht wird, die nämlich nicht gewählt werden, sondern die sich irgendwie so von sich heraus entwickelt haben. Und also da, wenn ich da in Diskussion kommen könnte, das würde mich narrisch interessieren. Dann setzen wir doch gleich mal an beim Thema. Wir haben ja quasi so eine These, Antithese, Synthese Problematik. Big Data kann Fluch und Segen zugleich sein oder nur Fluch oder nur Segen. Vielleicht lassen wir da einfach den Florian Deisenrieder von der Piratenpartei nochmal ein richtig fettes Statement zu Big Data als Fluch. Als These stelle ich das jetzt einfach mal auf und bitte.
wobei die Piratenpartei fällt ja, ist ja in der Vergangenheit immer oft aufgefallen, dass sie gewarnt hat, eben, dass diese Datensammlungen eben dazu genutzt werden können, dass wir alle überwacht werden. Ich denke, nach den Enthüllungen von Edward Snowden müssen wir aber in dem Sinn gar nicht mehr davor warnen, weil es ist offensichtlich geworden, dass diese Warnungen Realität ist. Und gut, nach der Anmoderation kann ich ja noch ein bisschen was sagen, was eben negativ ist. Also das bei Big Data, glaube ich, kann man noch zwischen zwei Arten von Daten entscheiden. Zum einen die man selber freiwillig hergibt. Das ist, was man selber bei Facebook eingibt, was man selber bei Google eingibt. Diese Daten werden generiert und die werden benutzt, um einen dann auszuspähen. Das ist aber auch meistens, wenn man über Big Data spricht, denken die meisten daran, ja, und sagen dann aber, naja, warum seid ihr so blöd und nutzt Facebook? Wenn man sich aber anschaut, wesentlich mehr Daten werden inzwischen über einen gespeichert, über die man überhaupt gar keinen Einfluss hat. Also zu Big Data gehört zum Beispiel auch so Sachen wie Verkehrsplanung. Das ist eben eine prinzipiell gute Sache, dass man sagt, man macht Kameras, man macht automatische Verkehrsmessungen, um den Verkehr besser zu steuern. Ja, was aber im Nachhinein auch bedeuten kann, dass eben die Kennzeichen mit erfasst werden und Bewegungsprofile von jedem aufgenommen werden, selbst wenn er sein Handy wegschmeißt. Und ich denke, oder Stromzähler ist ein weiteres Beispiel, die elektronisch inzwischen sind, die den Stromverbrauch ganz genau messen und auch darauf hat man keinen Einfluss und auch darüber kann dann herausgefunden werden, welche technischen Geräte ich mache, was ich wann mache. Ich möchte jetzt aber dann nicht nur in diesem Negativen verharren, weil ich glaube, dass, wie gesagt, das haben wir Piraten meiner Meinung nach auch zu lang gemacht, dass wir immer gewarnt haben vor diesen Daten und ich glaube jetzt, die Diskussion nach Snowden ist auch in der großen Öffentlichkeit angekommen. Und gerade wenn ich die Feuilletos lese, ein Schirmacher oder ein Enzensberger, der sagt, schmeißt eure Handy weg, dann ist da schon Kulturpessimismus im Sinne von, dieses Big Data ist schlecht und wir müssen uns dagegen wehren. Auch wenn ich dieser These zustimmen kann, möchte ich doch ein bisschen anknüpfend an Fluch und Segen versuchen, das positiv hinzuwenden. Weil ich glaube, wir werden diesen technischen Fortschritt nicht aufhalten können. Und daher ist für mich vor allem die Frage, wie kann ich das Ganze regulieren? Welche positiven Effekte kann ich daraus ziehen, ohne dass ich praktisch überrannt werde von den negativen Konsequenzen? Aber ich glaube, wir müssen das gestalten. Und ich glaube, die reine Abwehrhaltung, das ist schlecht, wird uns nicht weiterführen. Ja, also ich habe zum Beispiel neulich so einen Vorstoß gemacht, dass ich gerne freies WLAN habe hier in der Stadt, weil ich einfach will, dass die Menschen überall hier auch arbeiten können. Ja, ich weiß einfach, dass viele daheim arbeiten, dass viele keinen Balkon oder sonst was haben und ich finde die Vorstellung einfach grandios eigentlich, ja, dass wir da ein sehr liberales, sehr freies Netz eigentlich haben, ja. Dann kam gleich so in meiner Partei, bei den Grünen wird es ja heiß diskutiert, ja. Ja, dann können ja alle die Daten klauen, das macht ja niemand und was weiß ich nicht und so, ja. Und ich finde es immer unheimlich schwierig, so als Politikerin das wirklich die Gefahren auch letztendlich dann abzuschätzen, ja, weil ich sehe auch die Chancen da drin, ja. Und ich würde mir das einfach großartig vorstellen. Mein Büro im Rathaus geht zum Marienhof raus, ja, da haben wir jetzt eine schöne Grasfläche. Da scheint die Sonne auch hin, weil es eine große Fläche ist und weil es nicht verschattet wird. Und dann denke ich mir so oft, hey, da könnte man so cool arbeiten und machen und tun und so. Aber das hat ja alles auch Konsequenzen irgendwie. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, als jemand, die bei so vielen Themen fit sein muss in der Stadtpolitik, ist es unheimlich schwer, da echt immer auch aktuell informiert zu sein und das auch richtig abwägen zu können. Also das glaube ich, dass das sehr viele Entscheidungsträger in den nächsten Jahren echt überfordern wird, ja. Und wie wir mit dem Thema umgehen und wer unsere Beraterinnen und Berater sind und so weiter, das finde ich ganz spannend. Ja, also ich muss auch sagen, es ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist ja letztendlich ein Paradigmenwechsel, den wir hier so, ein neues Paradigma, das wir hier betreten, ja. Denn die hat ja nichts mehr zu tun, diese Welt, diese virtuelle Welt, diese IT-Welt mit der Welt,
die wir kennen, ja, Gespräche, die wir irgendwo führen im Auto oder sonst wo, die verschwinden. Jeder hat seine subjektive Wahrnehmung von dem, was da gesprochen wurde. Tun wir dasselbe im Internet, ja, dann ist da 1:1 alles da für alle Zeit und das alles ist Big Data. Ja. Was machen wir mit den Konzernen oder denjenigen, welchen diese ganzen Daten sammeln? Ja? Denen müssen wir irgendwo in irgendeiner Weise mal langsam oder die Politik Regeln aufrechterhalten, die vielleicht unserem Naturell entsprechen. Und das passiert, glaube ich, gerade im Moment nicht. Auf der EU-Ebene ist gerade eine Diskussion im Gange, die nennt sich, glaube ich, ich habe es gerade vorhin mit dem Florian diskutiert, Grundrechts, jetzt hilf mir bei dem Wort, Grundrechts, Datenschutz, Grundrechtsverordnung. Ja, also nach dem deutschen Grundrechte, Grundgesetz wurde das Grundrechteverordnung genannt. Und die wird im Moment auch blockiert von Lobbyisten großer Konzerne wie Facebook und Google. Ich glaube, da müssen wir ansetzen, da muss die Politik ansetzen, wo wir alle persönlich ansetzen können, ja, indem wie wir mit dem Internet umgehen, wie wir Mails schreiben etc., würde ich einfach sagen, ist Kryptografie. Ja. Wir müssen einfach lernen, mit der Kryptografie umzugehen, weil das ist eine Analogie zu unserem realen Leben, ja, in der die Kryptografie eigentlich schon eingebaut ist. Also Big Data nicht nur als Fluch, sondern auch als Segen. Mir fällt da ein, die größten Datensammler sind, also weiß ich jetzt aus dem Internet, Google, Amazon und Facebook. Und es gibt aber ganz viele Datensammler im Hintergrund, von denen wir die Namen, wenn wir nicht Nerds sind, gar nicht wissen. Und wir sind wirklich schon ziemlich durchleuchtet. Mir fällt da einfach ein, Big Data, Big Business, Big Deal und dann letztendlich Big Brother, dem ich ja diesen Schrein gewidmet habe, dem Buch von George Orwell. Big Data als Segen, da fällt mir auch einiges ein, zum Beispiel der Uli Hoeneß. Ja, könnte ja sein, dass man den da irgendwie rausgefischt hat in der ganzen Datenbank. Der medizinische Bereich soll auch ganz wichtig sein, Kriminalitätsbekämpfung und die Wetterprognosen. Also Big Data könnte auch ein Segen sein. Vielleicht fängt Frau Nallinger nochmal an, dazu zu was zu sagen. Ja klar, also ich glaube, dass ganz viele Erkenntnisse und Fortschritte gerade ja im medizinischen Bereich und so natürlich auf diese wahnsinnigen Datenmengen auch angewiesen sind. Natürlich auch in der Mobilität, das läuft ja heutzutage über die Handys, ja, diese ganzen Staumeldungen kriegen wir ja über die Handys, die sich fortbewegen und wo man sieht, wo die Leute sind und so weiter. Klar sehe ich auch den Segen da drin. Ich glaube ganz, also man kann sich es auch überhaupt nicht mehr anders vorstellen. Also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt hier hinsitzen und sagen, ja, wollen wir das jetzt oder wollen wir es nicht, ja, sondern die Frage sind doch wirklich die Regeln, die ja vorher auch schon angesprochen worden sind, die Regeln, die wir uns geben und vielleicht müssen die auch wirklich strenger sein und da brauchen wir vielleicht auch wirklich, viel mehr noch unser Augenmerk in der nächsten Zeit drauf, weil das eben sich auch so schnell entwickelt, ja. Na klar. Was mit den Versicherungen, was mit all den ganzen EC-Karten-Zahlungen, mit Büchereiausweisen, mit irgendwelchen unterschwelligen Geschichten, die mehr und relevanter sind als Facebook, E-Mail, SMS oder sowas, weil man über diese Daten, wie zum Beispiel Krankenversicherung, viel mehr über uns rausfinden kann, als über unser pathetisches, langweiliges, ich habe heute mit dem geschlafen, Gewäsch. Also bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das krasseste Beispiel, was auch in die Richtung geht, ist ja die Schufa, die eben auch aus allen möglichen Quellen Daten sammelt und dann, wenn du einen Kredit willst, dir sagt, nee. Und ich glaube, was da vor allem das große Problem ist, es gab jetzt auch eine Frau, die hat dann dagegen geklagt und wollte wissen, woher dieser Score kommt, der ja aus, sei es Wohngegend, sei es eben Quellen, die wir nicht wissen, aber aus eben Big Data, aus einem Datenwust werden Quellen eben gesammelt und die sagen dann, ob man kreditwürdig ist oder nicht. Und
die hat das aber nicht bekommen, weil es wurde gesagt, na, das ist das Geschäftsgeheimnis der Schufa. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wo wir sagen müssen, das geht so nicht, da müssen wir regulieren, dass man zum einen Transparenz schafft, was passiert mit diesen Daten und dass man, und das finde ich, glaube ich, auch wichtig, dass man den Leuten eine Gelegenheit gibt, auch zu widersprechen. Ne? Weil man geht in eine Bank rein und da gibt es einfach nur in seinen Computer ein und sagt dann, okay, kein Kredit für dich. Und man hat nicht die geringste Chance herauszufinden, warum. Und man hat auch keine Chance, also man das, da kann der Mitarbeiter der Sparkasse noch nicht mal was dafür, aber man hat keine Chance, dem gegenüber irgendwas zu sagen. Und ich glaube, wenn wir das Thema Regulierung hatten, ich glaube tatsächlich, dass wir da noch viel machen müssen. Das ist so ein bisschen, um einen hinkenden Vergleich zu bringen. Ne? Also irgendwie den Kapitalismus müssen wir auch irgendwie, oder haben wir zumindest teilweise als soziale Marktwirtschaft gebändigt, damit das für den Menschen ist. Und ich glaube, wir müssen eben auch diese Datenanalysen bändigen und regulieren, damit der Erkenntnisgewinn für den Menschen ist und nicht nur eben für Firmen oder undurchsichtige Konglomerate. Gestehen wir uns mal endlich ein, dass nicht Politik, sondern Konzerne in dem Sinne mittlerweile über die Welt regieren. Ja, aber da hat doch die Politik Wege und Mittel, ja, und das. Dass zum Beispiel genau diese unterschwelligen Daten viel mehr zu sagen haben als eben genau das, was ich vorher erwähnt habe, E-Mails etc. Wir sollten uns davor schützen, dass diese Daten rausgegeben werden, als das. Da gibt es aber bereits Regeln. Wenn ich ein Konto eröffne, dann habe ich Regeln, ja, die Bank hat. Die Bank hat Regeln, wie sie mit den Daten umzugehen hat. Und die kann sie nicht irgendwo weitergeben. Wenn ich aber bei Google ein Konto mache. Weißt du das genau? Hallo? Hallo? Weißt du das wirklich? Stopp, stopp. Warte mal bitte. Am Schluss kommt noch eine Runde, wo dann alle noch mal mitreden können, wer noch Fragen hat. Jetzt machen wir mal weiter in der Abarbeitung meiner Punkte, weil wir sind ja eh schon ziemlich weit. Robby, wolltest du noch was ergänzen? Kurz und knapp. Weil sonst wäre ich zu einem ganz spannenden Thema. Ja, bitte gerne. Die spannenden Themen lieben wir hier in der Galerie. Also es ist ja schon ein bisschen witzig, dass gar kein so Pro-Freak, wir konnten leider keinen finden, der in der Sache Pro ist. Es ist die ganze CeBIT handelt nur von Big Data. In Hannover ist es unglaublich. Ich habe mir folgende Fragen gestellt. Wer soll die Sicherheitsgesetze machen? Die meisten Politiker sind, außer sagen wir mal in der Piratenpartei, alle 50 plus in meinem Alter, in Ihrem Alter, Frau Nallinger, in unserem Alter, ja, also da blickt man das Ganze schon nicht mehr und können es wahrscheinlich auch nicht mehr lernen. Wie können wir es erreichen, dass in den Schulen eine gewisse Medienkompetenz auch als Fach eingerichtet wird? Dann bin ich immer am Überlegen, was ist denn eigentlich die Wolke, was ist die Cloud? Was natürlich auch wichtig ist, was Sie schon sagten, Frau Nallinger, das habe ich sehr gerne gehört, dass die Politiker Hilfe brauchen. Von den ITlern, von den Leuten, die sich da wirklich auskennen, und zwar weltweit, weil das ist ja ein Riesenthema. Was ist denn eigentlich ein Algorithmus? Mir wurde gesagt, es ist ein Maulwurf, oder? Vergleichbar mit einem Maulwurf, der sich durch einen riesen Datenberg seine Sachen holt, die er gerne frisst. Also das ist ein ganz plakatives Beispiel. Wer will dazu was sagen? Was ist ein Algorithmus und was kann man mit einem Algorithmus alles tun? Also genau, eben Big Data ist eben, gut, dass du das ansprichst, Big Data ist eben nicht nur die Sammlung von Daten, weil damit kann man nichts anfangen, sondern das sind eben dann die Algorithmen, dass die eben die Programmierroutinen sind, wie diese Daten, die definieren, wie diese Daten kombiniert werden und vor allem, welche Schlüsse daraus gezogen werden. Und das hängt natürlich von dem Programmierer ab, zum einen, wie gut er ist und welche Schlüsse er ziehen will. Und nachdem wir jetzt Kommunalwahlkampf haben, ich habe heute auch noch ein bisschen gegoogelt, eins, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, als positives Beispiel, Fragezeichen, ist zum Beispiel gerade, Parteien nutzen auch Big Data. Und zum Beispiel die Grünen machen ja Haustürwahlkampf, also was glaube ich sehr erfolgreich ist. Nein, das noch nicht. Das ist ja einfach, hat ja einfach gezeigt, macht ja auch total Sinn, dass eben die persönliche Ansprache mehr bringt, wie wenn man einfach nur Flyer in den Briefkasten wirft. Und was ich aber glaube, ich weiß es nicht, ich vermute, dass der Haustürwahlkampf eher in Gegenden gemacht wird, wo viele Wechselwähler wohnen,
als jetzt in einem Häuserblock, wo 70% irgendwie das letzte Mal CSU gewählt haben, weil das ist ja verlorene Zeit. Und ich denke, das ist natürlich völlig okay, dass man sagt, man macht diesen Häuserklingeln in Gebieten, wo viele Wechselwähler wohnen. Wenn man sich anschaut, was Obama gemacht hat, und deswegen, die Parteien in Deutschland sind noch nicht so weit, aber Obama hat zum Beispiel Big Data genutzt und haben von so Bonuspunktenkarten die Wählerdaten aufgekauft und haben dann von jedem einzelnen Wähler praktisch analysiert, eben Algorithmen sind durch diese Daten gegangen und haben das den Leuten, die geklingelt haben, auf das Handy gespielt, und die wussten dann, da ist eine Person, die kauft die Biokiste. Oder, und da weiß man natürlich, okay, die kann ich direkt ansprechen mit einem Thema und habe vielleicht Erfolg. Und bevor man beim nächsten Haus klingelt, zeigt die App an, das ist eine Person, die hat bei Amazon Autozubehör gekauft. Da weiß man dann eventuell, okay, anders ansprechen. Jetzt wäre meine Frage an Sie, ist eine solche Nutzung von Daten als Politiker, wäre das in Ordnung oder ist es eine Grenzüberschreitung? Also ich bin das selber nicht ganz, wenn ich das darf. So. Also es, ja, es ist schlimmer. Also ich sehe schon, ich hätte mich noch viel mehr mit dem Obama-Wahlkampf befassen sollen. Nein, aber in der Tat, unser Haustürwahlkampf, klar, ich mache den selber auch. Es ist eine Sauarbeit, ja, also die Treppen alle hochgehen und runter und so. Und natürlich machen wir das bei 1,5 Millionen in Gebieten, wo, ganz richtig, wo die Wechselwählerinnen und Wechselwähler wohnen. Und das sind Daten, die wir, also offizielle Daten, die wir von der Stadt bekommen. Aber wenn es dann weitergeht, also weiß ich jetzt echt nicht. Also das finde ich, das wird dann echt langsam kritisch. Also ich stehe noch immer Menschen gegenüber und weiß eigentlich noch gar nichts von dem. Ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt eine Wechselwählerin oder Wechselwähler ist. Es wird nur vermutet bei uns. Und wenn ich dann mehr wüsste, weil das war ja die Frage, ja, also finde ich nicht mehr okay. Also würde ich irgendwo auch das Leben, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, da bin ich Romantikerin, das finde ich total langweilig, ja, weil deswegen begegnen wir uns ja, um was rauszufinden von dem Gegenüber. Nee, finde ich nicht mehr okay. Ja, also ich finde es auch spannend, oder ich stell mich die Frage, ob es tatsächlich diese Daten gibt, ja, oder ob nicht nur Rückschlüsse auf Wahrscheinlichkeiten gezogen werden, wer wann wo was wählt. Ja. Also ich glaube nicht, dass es das gibt. Aber ich will vielleicht mal die ganz einfache Frage beantworten, was ist die Wolke? Die Wolke ist einfach ein riesiger Datenspeicher im Internet. Entschuldigung, darf ich da ganz kurz zu dem Thema jetzt noch eine Frage stellen? Bitte, gerne. Weil es kommt ja auch darauf an, wie normal das Ganze wird. Nämlich, wenn es zum Erfolg führt, es ist sowas, bereits normal. Machen, weil man dann, man sagt immer, man würde es nicht mitmachen, aber man macht es ja dann doch oft gerne mit, ne? Weil es ja da alles weil es ja normal wird. Also früher war es auch so bei Facebook, ja, sowas würde ich nie machen, mittlerweile ist die halbe Welt bei Facebook, ne? Und macht sich keine Gedanken darüber, weil in unserer realen Welt wir ein Vergessen eingebaut haben, im Internet nicht. Das ist einfach dieser Paradigmenwechsel, den unser Kopf nicht hinbekommt, ja? zu dem wir intellektuell nicht fähig sind, diesen Schluss zu ziehen, ja? Weil es nicht unserem realen Leben entspricht. Aber das ist das neue Paradigma. Ich möchte aber jetzt nochmal den Algorithmus erklären. Also die Wolke, ja, ist ein riesengroßer Datenspeicher, und der Algorithmus ist der sich da durchfrisst und Wechselbeziehungen oder Beziehungen sozusagen zusammenstellt und daraus Rückschlüsse zieht, Wahrscheinlichkeiten, wählt er dies oder wählt er jenes. Ja? Also zum Beispiel, wenn jeder von euch hat oder fast jeder von euch hat mittlerweile ein Smartphone, ihr macht Filmchen, wenn ihr das eingestellt habt auf dem Android-Telefon, wird das Filmchen automatisch in die Google-Wolke geschoben, und da gibt es einen ganz neuen Algorithmus von Google, den finde ich echt irre, also erlebe ich immer wieder. Wenn ich 5 Filmchen da hochlade, macht er aus den 5 Filmchen einen neuen geschnittenen Film mit Musik unten drunter. Also das finde ich echt spooky, da kommt ein fertig geschnittener Film raus. Das ist ein Algorithmus, den Google entwickelt hat, von dem Google selber sogar sagt, das ist irre, ja, den haben wir mal programmiert, haben wir uns selber weiter programmieren lassen, so funktioniert das mittlerweile heute. Und was dabei rausgekommen sind, erstaunt die Google-Leute selber, ja. Das mal zur Begriffserklärung. Also zum Abschluss noch hochinteressante Diskussion, obwohl wir keinen Pro hatten, wirklich. Aber ich denke mir, es sind doch einige Fragen noch im Publikum. Ich würde dann einfach mal übergeben
Und dann haben wir in 10 Minuten die Sache abgeschlossen und wir sind weltweit dabei. Und es geht ja immer, immer von ganz wenigen die Revolution aus. Das sagt uns die Geschichte. Wolfgang, willst du eine Frage stellen? Nein, eigentlich nicht. Danke der Nachfrage. Nein, also was ich ziemlich interessant fand jetzt hier, war die Feststellung, dass die etablierten Politiker Hilfe brauchen. Und da kommt mir immer als erstes in den Sinn, ich bin selbst Pirat, ja, seit 2009 dabei, und das haben wir versucht. Seit 2006 haben wir versucht, über die alten Kanäle mit den etablierten Politikern Kontakt aufzunehmen und ihnen Tipps zu geben und zu sagen, hey, ihr müsst aufpassen, hey, da gibt es Änderungen, die wollen wir so nicht. Schaut euch das an, und wir wurden nicht ernst genommen. Und dann haben wir uns gedacht, ja gut, dann machen wir eine eigene Partei. Okay, ja, haben den größten Chaoshaufen entwickelt. Ja, es ist so, ohne Witz. Also ich meine, ich wäre sicher Grünen-Sympathisant, aber das sieht man ja heutzutage noch, die wollen irgendwie den 3D-Druck regulieren, dann kommt dieser Fauxpas von Ihnen mit Open Source im Rathaus, da fehlt mir dann auch wieder die Kompetenz, das kann ich dann auch nicht wählen, also bleibt mir nur die Piratenpartei, weil die haben da Kompetenz, die sehen die Entwicklung, und das finde ich ein bisschen schade, weil wir haben es versucht, wir wurden nie ernst genommen, und jetzt stehen wir vor einem Debakel mit irgendeiner 1,5% Partei, und die auch keinen Einfluss mehr haben kann. Ja, nee, ich bin ein bisschen außerhalb der Partei. Und ich finde es schade, also ich finde diese Entwicklung allgemein schade, weil ich hätte mir gewünscht, dass so die etablierten Politiker früher erkennen, da kommt was auf uns zu, da müssen wir reagieren, da müssen wir uns selber bilden, ja, weil das Internet hat einfach so viel Einfluss auf uns. Danke, Wolfgang. Also ich will da jetzt mal eine Lanze brechen für die Politiker und für die Tatsache, dass sie da sich mit auseinandersetzen. Also auf europäischer Ebene passiert da was, ja. Also auf europäischer Ebene wird versucht, da was zu tun, ja. Es ist so, ja. Die Datenschutzgrundrechtslinie, ne? Wenn die durchkommt, hat sie horizontale Direktwirkung und wirkt bis in jedes kleine Amtsgericht in jedem europäischen Land. Eine Forderung von Erste Klasse. Ja, irgendwo müssen wir anfangen. Ja, wie war dein Name? Daniel. Ja, vielen Dank erstmal. Meine Frage wäre, wir haben jetzt ganz oft gehört oder versucht, die Frage zu beantworten, wie Politik diese Daten mit den Daten umgehen kann. Ich würde jetzt mal fragen, oder meine Frage wäre, was denn diese Daten aus Politik machen, weil die sind natürlich auch im politischen Alltag vorhanden und wahrscheinlich, die können wir jetzt wahrscheinlich noch aktive Politikerin, die schon länger dabei ist, beantworten und diese Veränderung vielleicht auch am eigenen Alltag festgestellt haben, was machen diese Daten aus Politik? Also es ist natürlich eine Wechselwirkung, aber die Seite würde mich interessieren. Ja, also erstens mal, ich bin noch gar nicht so eine alte Politikerin. Es geht jetzt nicht ums Lebensalter, nein, aber ich bin ja seit 6 Jahren im Stadtrat und davor habe ich ein ganz anderes Leben gehabt. Also von daher kann ich jetzt die Entwicklung gar nicht so sagen. Aber ich bin ja Stadtplanerin von der Ausbildung und die Daten da sind schon verdammt wichtig, wenn ich dran denke, wie viel Daten ich allein für die Planung einer Stadt. Ist einfach gut, wenn ich viel weiß, ja, wenn ich viel weiß, welche Zusammensetzung unsere Bevölkerung haben wird, wie viele Schulen ich planen muss und so weiter. Das hängt ja alles da dran. Was ich mir mit Daten jetzt so vorstelle, ist halt, ich denke mir, wenn wir online ganz viel die Bürger mitnehmen können, ja, mache ich mir halt Gedanken, ob wir zum Beispiel nicht nur alle 6 Jahre Kommunalwahl haben, sondern dass wir zwischendrin eben auch Dinge befragen können, ja. Weil es gibt ja nichts Besseres, als zu wissen, was weiß ich jetzt im Stadtteil, ja, wir wissen, da müssen wir jetzt nachverdichten. Meine Idee ist ja, wenn wir nachverdichten irgendwo, dann kriegt der Stadtteil auch was, ja. Und das ist doch das Beste eigentlich, wenn ich die Leute fragen würde, hey Leute, bei euch wird es jetzt dichter, wir müssen verdammt nochmal mehr Wohnungen bauen, weil sonst werden die Wohnungen so schweineteuer.
Und ihr kriegt was und was wollt ihr dafür? Und wenn man dann ins Gespräch kommt, in Diskussionen und so, also ich sehe da in den Instrumenten erstmal Leute zu befragen, okay, wieder Daten zu erheben, aber eine Riesenchance auch jetzt basisdemokratische Politik zu machen, die man irgendwie auch wirklich umsetzen kann und durchführen kann. Also da sehe ich Chancen. Ansonsten finde ich Daten oft, ich meine, wir wissen seit 2 Jahren jetzt, weil wir einen Schulbericht haben, was mich total bedrückt, ja, dass wir zum Beispiel, dass Bildung bei uns auch in München noch so verdammt vom Geldbeutel abhängt. Ja? Wir haben zum Beispiel Übertritt von der Grundschule in weiterführenden Schulen, haben wir Stadtteile, da gehen 10% der Kinder aufs Gymnasium, in anderen Stadtteilen 90%. Und es kann mir niemand sagen, dass in dem einen Stadtteil viel blödere Kinder wohnen als in dem anderen. Und da sind Daten einfach total nützlich, ja, weil da stehe ich vorne am Rednerpult und kann sagen, hey Leute, das ärgert mich und das ist so und schaut mal, das ist so und das können wir nicht akzeptieren, ja. Und wenn ich die Daten nicht hätte, ja, dann, das sind jetzt nicht die riesen Big Datas, aber trotzdem, ne, also Daten und Politik, wenn wir die nicht hätten, dann hätte ich viel schlechtere Argumente vorne zu stehen und so habe ich einfach ein ganz starkes Argument, ja. Also von daher kann es wirklich auch wirklich richtig hilfreich sein, ja. Wenn ich nur ganz kurz ergänzen darf, also ich würde mich auch dem anschließen und auch versuchen nochmal zu unterscheiden zwischen gut und schlecht. Ich glaube, wenn man Big Data im Allgemeinen nutzt, dann kann das zum Beispiel gerade in einer Stadt wie München unheimlich viel bringen, weil dann weiß ich, es gibt so und so viele Schüler und es gibt so und so viele, die haben weniger Geld und da sind Probleme. Das heißt, wenn ich die Daten allgemein auswerte, glaube ich, kann die Politik Schlüsse ziehen und ist näher an den Leuten dran. Und ich glaube, nur was man eben nicht machen darf, ist meinen, weil man eine unter 1,4 Millionen Leuten irgendwie eine Korrelation oder findet, das dann auf eine einzelne Person runterzubrechen. Und dann im Zweifelsfall zu sagen, okay, du kommst aus diesem Stadtteil und hast finanzschwache Eltern, deswegen meine ich jetzt, dass ich irgendwas über dich persönlich weiß. Und ich glaube, das ist eben die große Gefahr. Ich darf Big Data nicht nutzen, um über einzelne Menschen Urteile zu bilden, aber ich kann es sehr wohl nutzen, um gerade städtetechnisch oder dann eben deutschlandweit irgendwie Tendenzen zu sehen und daraus politische Handlungen abzuleiten. Und was dann Bürgerbeteiligung, Stichwort? Auch ganz nettes Thema, gab es schon immer. Daten gab es auch schon immer. Aber ich glaub, das Wesentliche und der Dreh- und Angelpunkt in dieser ganzen Diskussion ist so, ja, aus dem Grundgesetz sich entspinnende Recht auf informelle Selbstbestimmung, ja, das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ja. Wenn die Daten zum bestimmten Zweck erhoben werden und ich weiß, zu welchem Zweck die erhoben werden, dann gebe ich die auch gerne weiter als Nutzer. Ja? Das Big Data-Problem ist ja eher, dass Daten genommen werden, die ich zum ganz anderen Zweck hier oder vielleicht auch freiwillig gebe, die zu einem ganz anderen Zweck verwendet wird. Und ich glaube, das ist das, was reglementiert werden muss. Nicht die Frage, ich sammle Daten, um etwas rauszufinden, um etwas besser zu machen, sondern ich nehme Daten, die Menschen im Internet zu ganz anderen Themen gegeben haben, Metadaten, zu allen möglichen und versucht daraus was zu spinnen und das sind letztendlich die Dinge, um die es geht und um die Reglementierung, um die es da geht. Da möchte ich, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Und Bürgerbeteiligung über Internet, gar kein Problem. Und billig. Gibt es noch jemand, der noch eine Frage stellen wollte? Ja dann, vielen herzlichen Dank. Florian Deissner-Rieder, Sabine Nallinger und Robert Weber. Applaus! Und dem Ron nochmal. Ron, alles gut gegangen. Wir haben den Stream bis nach außen und wir sind die revolutionäre Zelle, so sehe ich das. Vielen, vielen Dank, Ron. Nochmal bitte Applaus für den Ron. Genau, gibt es morgen. Automatische Gesichtserkennung. Genau. Also die Leute, die heute da waren, haben leichte Repressionen zu befürchten. Nicht für mich, das ist die Frage. Seltsame Kombinationen und so. Ja. Ja. Also ich fand's gut. Danke an alle. Ja, danke an alle, ja. Vielen, vielen Dank. Ganz toll.